die Autoren, die heute Abend hier auf der Bühne sitzen, die machen das alle ohne Honorar, die machen das alle, weil sie Spaß daran haben, von ihrer Arbeit zu erzählen. Die machen das, weil sie ihnen gerne ihre Stücke präsentieren. Damit kommen wir zum ersten Autor des heutigen Abends, Tom Schimek. Jetzt hast du uns heute mitgebracht eine Reportage aus dem Deutschlandfunk. Wie lange warst du in Washington? Was hast du gemacht? Ich wollte unbedingt einmal ein Radio-Feature machen, was sinnlich erfahrbar macht, wie sehr inzwischen öffentliche Meinung industriell sozusagen hergestellt wird. Wie viel Tricks, Techniken, Mittel es gibt, um Meinung zu beeinflussen, zu schaffen, zu verändern. Das ist ja sehr, sehr komplex produziert. Wie viele Leute haben daran produziert und wie lange hat das gedauert? So eine Feature-Produktion dauert je nach Anstalt ein bisschen verschieden, 5-6 Tage tatsächlich. Und da haben die schon von mir alle Töne fertig geschnitten, ein genaues Skript und so weiter vorgeliefert. Die meiste Zeit ist Bastelei, wirklich feinste Einstellung der verschiedenen Geräuschebenen und so weiter. Ich versuche es bei Berman & Company. Berman & Company, Monica speaking. Immer wieder. Berman & Company, Monica speaking. Rick Berman gilt als einer der abgebrühtesten Spinmaster auf der K Street. Ein Meister der Verdrehung. Okay, hold on just a minute. Berman's Spin ist überall, vor allem in der U-Bahn. Über einer Rolltreppe am Kapitol hängt ein Riesentransparent. Es zeigt 30 Frösche. Einer leuchtet rot. Lassen Sie Ihre Botschaft herausragen, steht darüber. Berman & Company. Wir wollen ja auch einen Einblick darin gewähren, was es heißt, so viel Leidenschaft und so viel Herzblut in so ein Feature zu stecken. Lohnt sich das denn am Ende? Also finanziell? Sehr verschieden. Dieser Radiobereich ist tatsächlich, wenn man ein bisschen Glück hat, einer der wenigen, wo es noch halbwegs funktioniert. Allerdings auch sehr mühsam. Im Printbereich ist es eine Katastrophe. Also ich habe bis vor ein paar Jahren die meiste Zeit meines Lebens nur geschrieben. Und ich, ehrlich gesagt, wüsste ich nicht mehr genau, ob ich davon überhaupt noch leben könnte. Meine Damen und Herren, Tom Schimek. Ich darf Ihnen vorstellen, einen Schauspieler, der hier in Hamburg bekannt ist dafür, auf Lesebühnen daheim zu sein und literarische Texte zu lesen. Heute liest er zum ersten Mal auf einer Bühne journalistische Texte, Sebastian Dunkelberg. Sebastian, du hast bislang literarische Texte gelesen auf einer Bühne und heute zum ersten Mal journalistische. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist tatsächlich bei journalistischen Texten, den Grad rauszukriegen, wo ich Informationen vermittle, sachliche Informationen und gleichzeitig aber eine Lebendigkeit und eine Spannung reinzubringen, damit dieser Text auch wirklich so rüberkommt, dass man Lust hat, weiterzuhören. Ich darf jetzt zwei Kollegen von mir auf die Bühne bitten, die sich gleichermaßen Gedanken gemacht haben über die Vernetzung der Welt. Der eine zu Wasser und der andere zu Datenkabeln. Lars Reppesgor und Daniel Hautmann. Lars, du hast ein Buch geschrieben über Google. Wie ist das Buch entstanden? Wie kamst du dazu, über Google zu schreiben? Weil ich Google so viel benutzt habe und weil Google einfach eine sehr schlichte weiße Suchmaske hat. Und sehr viel mehr ist eigentlich über Google mir nicht bekannt gewesen. Und insofern wollte ich wissen, wie diese Firma funktioniert, was die antreibt, was das für Leute sind, die das Ding gebaut haben. Ein bisschen Wunsch von diesem Buch ist natürlich, oder von überhaupt der Beschäftigung mit derartigen Technologiethemen ist, Menschen klarzumachen, was da eigentlich passiert und dazu aufzurufen, dass man sich so weit damit auseinandersetzt, dass man selber entscheiden kann, ob man sich gegen diese Art von Ausforschung wehrt oder ob man das akzeptiert oder für nicht besonders gefährlich hält. Wie lange hast du denn ein Buch geschrieben? Geschrieben, würde ich mal sagen, 4 Monate, recherchiert 6 Monate. Hat sich das gelohnt? Finanziell kann man, ist eine Mischkalkulation. Buchhonorare sind nicht wahnsinnig üppig, es war aber relativ fair bezahlt. Es lohnt sich eher, weil es Spaß macht, kontinuierlich an einer Sache dran zu sein. Es lohnt sich, weil Leute einen danach zum Experten erklären. Das schmeichelt einem, wenn die Tagesschau vor der Tür steht und sagt, Google hat dies und jenes gemacht. Was meinen Sie denn dazu? Das passiert einem nicht, wenn man einfach nur Artikel schreibt irgendwie. Lars Reppesgor, das Google-Imperium.
Ein Stück weit kann man sich vorstellen, wie das Leben der alten Damen aus Lilburn im US-Bundesstaat Georgia aussieht, wenn man weiß, welche Suchbegriffe sie im Internet eingetippt hat. Unter anderem taube Finger, alleinstehende Männer ab 60 und Hund uriniert auf alles. Daniel, du bist Technologiejournalist. Hast du Ärger? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Ich glaube, Ärger haben gehört zum Geschäft gerade. Das lässt sich, das bleibt nicht aus. Wie gehe ich damit um? Ich versuche, neue Kunden zu generieren, versuche, wo es geht, mehrfach zu verwerten, soweit das noch möglich ist. Traurig ist es ein bisschen, dass man eben auch dann dazu neigt, wirtschaftlicher zu arbeiten. Also, dass weniger recherchiert wird, dass einfach Texte irgendwie, also der Text wird dem Honorar angepasst und nicht umgekehrt. Daniel, wo siehst du dich in 5 Jahren? Wie wird sich dein Beruf für dich persönlich weiterentwickeln? Bin ich vielleicht ein bisschen wie so ein Kapitän. Ich schaue mal, soweit ich schauen kann, und hinterm Horizont schauen wir mal, was da wartet. Ich denke auch, dass über das Thema Internet viel Potenzial auch drin ist für uns, um eben direkt zu vermarkten, was ich auch für eine gute Sache halte, wirklich nicht groß zu streuen an 400.000 Leser, wovon es irgendwie ein minimaler Prozentsatz liest, sondern wirklich direkt an die Leute zu gehen, die es lesen wollen, und von denen eben das Geld einzusammeln. Du hast einen Text geschrieben für den Stern. Er hat den Titel Dreckschleudern auf hoher See. Der Transport eines Standardcontainers auf der Fahrt von Shanghai nach Hamburg verursacht ebenso viel Schwefeldioxid wie 3950 Autos, wie das Maritimunternehmen GK Group ausgerechnet hat. Anders gesagt, 24 Schiffe von der Größe der Bremen Express stoßen so viel Schwefel aus wie alle 750 Millionen Pkw, die derzeit auf der Welt gefahren werden. Kaum ein Mensch weiß das. Und die, die es wissen, möchten nicht, dass das an die große Glocke gehängt wird.